18 Uhr Heimspiel in der Oberliga zwischen dem EC Peiting und dem EVD. Und hier ist der Spitzenleiter, hier sind unsere Jungs. Natürlich präsentiert von der Diskothek-PSN. Thank you.
Herren, erstmal guten Abend. Ja, was soll man groß sagen? Eigentlich muss ich mich entschuldigen, weil ich glaube, die ersten 40 Minuten hat von unserer Seite her mit Oberliga Eishockey nicht viel zu tun gehabt. Ich war eigentlich maßlos enttäuscht, wie die Mannschaft die ersten 40 Minuten aufgetreten ist. Und so kann man sich einfach bei einem Tabellenführer nicht präsentieren. Das geht nicht. Und leider muss man immer zuerst wahrscheinlich irgendwie, sage ich mal, laut werden und dass bei manchen Spielern in die Köpfe reingeht. Man hat zwar dann gemerkt, die letzten 20 Minuten waren dann in Ordnung. Kann man sagen, hat einigermaßen gepasst. Aber guten Abend, nach dem Ergebnis am Freitag von Regensburg. Und vor allem auch so, wir haben einen riesen Respekt vor der Mannschaft, weil die da erfahrene Spieler haben und eine gute Mannschaft zusammen haben. Und so haben wir die ersten zwei Drittel gespielt, dass wir konzentriert auch nach hinten gearbeitet haben. Die Chancen, da waren noch einige Chancen dazu, aber halb 5-0 im letzten Drittel, muss ich sagen. Da haben wir gedacht, dass es ganz einfach weitergeht und wurden sofort bestraft mit den zwei Toren. Aber im Ganzen muss ich ein Riesenkompliment auch für Freitagsspiel, für die Jungs machen, die noch geblieben sind, die dann noch gespielt haben. Auch am Freitag in Passau haben wir gut gekämpft und heute auch. Ich bin zufrieden mit dem Wochenende. Danke. Frage an gestern, Sie haben es schon kurz angedeutet, ist das der Unterschied zu Peiting, dass Peiting im Kollektiv gewinnt und spielt, nicht diese Einzelspieler, diese Klasse hat wie ihr? Erster Settler hat halt nicht gespielt, der Zerrung, wie schaut es da aus, wie lange muss man da rechnen, dass er ausfällt? Du hast halt auch wieder mit vier Reihen gespielt, wirst du das bis Saisonende durchziehen, sprich auch in den Playoffs? Meine Gästetrainer, ich war Playoffs. Meistens ist es so, dass der Trainer keine Mannschaft wünscht, die man als Gegner hat. Gibt es jemanden, den ihr nicht wollt? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend und unseren Gästen einen Gruß nach Hause.